Sie sind heute Abend aus einem ganz besonderen Grund zu uns gekommen. Dieser kleine Junge aus Dresden sorgte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen. Er war unheilbar erkrankt. Ein Tumor am Herz und an der Lunge bedrohte sein Leben. Sein größter Wunsch, er möchte bei der Hochzeit seiner Eltern Blumen streuen. Die arbeitslosen Eltern können sich die Hochzeit allerdings nicht leisten. Doch die Organisation Ein Herz für Kinder und viele Dresdner helfen der Familie, den Traum des kleinen kranken Jungen wahr werden zu lassen. So findet am 17. April 2009 die Hochzeit seiner Eltern statt und der kleine kranke Junge wird zum Blumenjungen. Sein Wunsch geht in Erfüllung. Er darf für das Brautpaar Rosenblätter streuen. 4 Monate später, am 14. August 2009, schlägt das Herz des kleinen kranken Jungen zum letzten Mal. Alle, die den Blumenjungen auf seinem letzten Weg auf dieser Welt begleiten, tragen eine Rose in seiner Lieblingsfarbe Gelb. Als Kasselruther Spatzensänger Albin Groß von dem kleinen Jungen und seinem Schicksal hörte, war er genauso ergriffen wie wir alle. Er schrieb spontan ein Lied, mit dem er ganz einfach nur an den kleinen Jungen und an alle Kinder mit einem ähnlichen Schicksal erinnern möchte. Und heute Abend werden die Kasselruther Spatzen dieses Lied zum ersten Mal für die Eltern des kleinen Blumenjungen singen. Sie sind aus Dresden zu uns gekommen und wir begrüßen Sie ganz herzlich. Jonas war ein Junge und er war erst 7. Alle Menschen rund um ihn konnten ihn nur lieben. Es war ein grauer Regentag, als die Nachricht kam. Jonas Blut war unheilbar, sein Leidensweg begann. Die Mutter war verzweifelt, als auch die letzte Hoffnung ging. Sie saß nächtelang und hielt die Hand, als sein Leben am Faden hing. Und sie fragte: Was wünschst du dir so sehr? Ich möchte Blumen streuen, wenn du zur Hochzeit gehst und im weißen Kleid neben Papi stehst. Ich möchte, dass ihr zwei dann zusammenlebt und euch das Ja-Wort gebt. Ich wünsch mir das, oh ja, das wär so fein und wir zwei wären dann nie mehr allein. Ich möchte Blumen streuen an eurem Hochzeitstag, weil ich euch beide gerne hab, so gerne hab. Das Jawort längst beschlossen, sie kaufte sich das schönste Kleid. Der Pfarrer kam ins Krankenzimmer und Jonas' Augen wurden weit. Er gab ihr die Blumen mit einem Lächeln im Gesicht. Für Jonas war's der schönste Tag, als Papi das Ja-Wort spricht. Sah er in ihr den Engel, der im Traum am Fenster stand. Er ging mit einem Lächeln in ein Regenbogenland. Mm-hmm.
streuen, wenn sie zur Hochzeit geht und im Engelskleid neben Papi steht. Er wollte, dass die zwei stets zusammenstehen und den Weg gemeinsam gehen. Jedes Jahr an ihrem Hochzeitstag bringen sie Blumen an Jonas Grab. Sie wissen, dass die Liebe nie vergeht, weil über sie ein Engel steht. Ein Engel steht.